kleinen Hinfeld nach oben in der Halle. Und ich bin da hinten an der Weiche. Okay. Jetzt haben wir schon wieder einen, jetzt ist wieder einer mit dabei bei den Top-Fahrern. Mein lieber Stefan, der junge Mann, der sich jetzt hier aufarbeitet, auch wieder in die Kategorie. Aber jetzt sehen wir jetzt mal Moritz Wielands, der wird gleich hingekommen in der Rotation zu sehen sein bei Europameister. In Moskau hatte sich das ja letztes Jahr geholt, dieses Trikot, das er anhat mit den gelben Sternen der Eiser. Das ist der Moritz Wielands, das ist unser Mann aus Freiburg, der deutscher Meister war im Jahr 2011, hier zur Runde für Moritz Wielands. Also ausgesehen, ich dachte, hier kommt der Markus schon. Ein Wahnsinn, Markus Schulte, Lützow und Emil Linke, letzte Runde. Lasst bleiben und wieder, auf geht's. Wahnsinn wieder, hier unterwegs. Noch 10 schon nach vorne gefahren, der Österreicher von Ötztal, Skotze. Racing Team, dann Steven Ettinger auf 11, BMC Mountainbike Racing Team from the United States, Steven Ettinger in 11th Position. Gerd Kerschbaumer auf Position Nummer 12. Und dahinter der nächste Schweizer mit Sepp Freiburg aus. Und vom Fujibike Rockets Team, Olaf Jonsson. Ende, die Zuschauer kommen aus dem Wald, Klaus Peter oben, hier ist er, Moritz Wielands! Ja, also zu sehen, der Europameister, deutscher Meister war, der noch schon einen Weltcup gewonnen in Marathon, gewonnen vor vielen Jahren in den Landschaftsweg, der zu den meisten Bikern übergesattelt ist, relativ spät, der mit der Technik überhaupt kein Problem hat, was sehr erstaunlich ist. Denn gerade die Formel 1 in Sachen Mountainbike, die ist ja sehr technisch. Und wir sehen auch schon den Zeug platziert, für das kann der deutsche Doppelsieg werden. Ja, im Moment ist es in der vorne, der geht momentan ein bisschen besser durch die Pappencheck hier durch, wie Markus Schüttel und Sommer und Sterne, weil es ja auch schon hinten kann. Also der Kerl, der Markus hört das, die letzten Meter. Moritz Wielands auf dem Weg hier hinauf in Richtung Sieg in Deutschland, in Bad Säckingen. Sabine Spitzgold schon viel auf, bitte Applaus in deinem Ziel. Wo sind die Zuschauer? Das ist Moritz Wielands! Moritz Wielands holt den Sieg in Bad Säckingen. Emil Linke in Rang Nummer 2, der schwedische Meister und ein Riesenrennen vom Deutschen.
Deutschen U23 Meister auf 3, Matthias Schindler-Lützel. Und Matthias Sturmann, der hat immer alles gegeben. Auf Rang 4, auf ihn können wir natürlich gleich alle Sieger hier noch sehen. Die Top 5 sind natürlich auch alle Sieger und dabei. Und wir warten auf den 5 Platzierten. Ja, und wieder mit fast den gleichen Rundenzahl sind sie auch in der letzten Runde durchgegangen. Klar, zum Schluss hat er sich feiern lassen. Nochmal eine 1.13.11 hinten draufgesetzt. Und jetzt haben wir den nächsten, den ersten Österreicher, der hier ins Ziel einfährt. Auf Rang Nummer 10 kommt vom Ötztaler. Vorne, aktiv, Reaki-Team. Sagt mal, zwar vorne mit, aber noch nicht ganz an der Spitze. Wann hast du gemerkt, dass hier heute noch was geht, als du das erste Mal dann auf die Spitze drüber aufgefahren bist? Ja, vorher schon eigentlich. Ich merkte, dass wir absolut nach vorne kleiner werden. Ich hatte ein starkes Problem, weil du nicht gerutscht bin, beim Startschiff und war dann auch wieder eingeklemmt, aber ja, ich habe mich alle so gut gefühlt jetzt die ersten paar Runden. Aber nach einer Runde habe ich mich so an Rennfahren gerückt gehabt und habt ihr dann gemerkt nach vorne, dass dann was geht. Jetzt geht es gleich los mit einem Bundesliga-Erfolg. Das ist natürlich eine wichtige Sache, auch für die Motivation, für die weiteren Rennen. Wie geht es allgemein bei dir weiter? Ja, ich fahre zwei Rennen in der Schweiz, in Schaden und in Lugano, dann kommt die Wetter in Heubach. Und dann geht es zum großen Schicken auf die Weltcup in Altstadt und unsere Messe. Das sind natürlich die großen Ziele. Ja, genau. Die großen Ziele in Sachsen, Altstadt, der Heimweltcup, damit auch jetzt auf der Weltcup die Weltcup-Saison eröffnet. Ist es da ein Stück vorne dabei zu sein? Auf jeden Fall, klar. Also, ich freue mich riesig auf den Weltcup. Ich freue mich, dass Altstadt den Weltcup gekriegt hat. Und Altstadt war eigentlich schon mein Lieblingsrennen. Und ja, also,